Ich finde, wenn man etwas Platz im Garten übrig hat und nicht weiß, was man da hinpflanzen soll, dann gehört da Gründüngung hin. Das hat jede Menge Vorteile. Das möchten wir euch in diesem Video kurz vorstellen. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Gelbsenf. Wenn ihr einen sehr verdichteten Boden habt, dann kauft euch Samen von Gelbsenf. Die wurzeln unwahrscheinlich tief und dadurch wird der Boden gelockert, ohne dass ihr euch viel Mühe geben müsst. Ich weiß nicht mal, ob man es einarbeiten muss oder nur drauf streut. Ich würde so wie Gras so ein bisschen einhaken und dann schön wachsen lassen, mindestens bis der blüht oder sogar bis der Samen bildet. Dann kann man die auch wieder aufheben. Bei Gelbsenf müsst ihr nur aufpassen, ihr dürft in der Folgesaat oder im Folgejahr keine Kohl, keine Rosenkohl, keine Rotkohl, keine sonstige, keine Kohl, keine Kohlrabi, alles diese kohlartigen nicht nach Gelbsenf, weil ihr da Probleme bekommen könntet mit dieser sogenannten Kohlhernie. Das ist so eine Krankheit, die dann in dem Boden steckt. Und das vermeidet man, indem man Zeit lässt zwischen Kohl und Kohl und Kohl, dass dazwischen wieder andere Folgesaaten erst kommen. Mach jetzt einmal. Es sind Ringelblumen und da geht es als Gründüngung geeignet. Ja, wenn der Boden durch Nematoden müde und ausgelaugt ist. Ich habe auch schon ein Skript, das ist ein bisschen provisorisch. Und Harald hat jetzt auch ein Skript angefangen. Das ist auch noch nicht fertig. Mal gucken, was aus dem Video wird. Wieso stehen mir hier die Haare so ab? Ich muss gleich Passfotos machen lassen. Ich brauche einen neuen Personalausweis. Ja, ist jetzt egal. Ich kriege diese Aufnahme nicht nochmal so hin. Die bleibt jetzt so. Es geht darum, die Nematoden müssen weg. Der Boden muss verbessert werden. Der Boden muss beschäftigt werden. Und das ist wichtig und nicht die Haare. Tada! Wir recherchieren hier wie die Irren. Ringelblumen. Und Auch. da geht es. Hier zum Beispiel finde ich gerade auch noch was Interessantes. Ich habe nämlich über diese Erosion, über dieses Erodieren nachgeguckt. Bodenerosion ist die übermäßige Erosion von Böden, verursacht durch unsachgemäße menschliche Landnutzung. Zum Beispiel Entfernung der schützenden Vegetation. Aber sät sie natürlich bitte nicht jetzt aus, ja? Jetzt im Juli, wenn es andauernd zwischen 30 und 40 Grad warm ist, da keimt euch sowieso nichts. Da haben die Samen so einen Keimschutz, weil die ja keine Chance haben, da vernünftig zu wachsen. Aber im Herbst wird es noch Sinn machen und ansonsten auf freien Flächen eben im Frühjahr. Einmal bekommt ihr dort durch jede Menge Grünmasse. Man kann die ausblühen lassen und dann das Saatgut wieder sammeln für die nächste Gründüngung. Oder man schneidet sie einfach so ab und kompostiert dann diese gesamte Gründüngung. Oder man arbeitet sie direkt in der Fläche ein, auf der sie eben auch gewachsen sind. Das hat wirklich einen großen Nutzen, weil man den Boden beschäftigt hält und er dadurch weniger erodiert. Es ist ja so, das Wasser wäscht die Nährstoffe aus dem Boden, wenn er denn einfach nur so da liegt. Der Wind trägt den Boden ab, wenn er nur so da liegt. Und wenn er durch eine solche Bepflanzung geschützt ist, dann ist das viel besser. Dann bleibt das alles schön vor Ort und die Gründüngungspflanzen binden alles, was sie da aus dem Boden holen, wieder in sich selbst und geben es, wenn sie dann dort kompostiert werden, wieder an den Boden zurück. Die nächsten Pflanzen, die da drauf kommen, profitieren dann davon. So, die Passbilder sind fertig. Eigentlich hatten wir jetzt hier gemeinsam einiges recherchiert und der Harald wollte auch noch was über Nematoden erzählen. Der ist aber jetzt zum Blumengießen, weil wir eine Urlaubsbetreuung übernommen haben für ein Haus und einen Garten. Ja, ja, dann entfällt er jetzt hier. Nematoden. Nematoden sind kleine Fadenwürmer. Da gibt es gute und böse davon. Die guten sind zum Beispiel, das sind richtige Nützlinge, die kann man auch kaufen. Das ist so. Also wenn man zum Beispiel einen Dickmaulrüssler in seinem Garten hat, der mit so einem Buchtenfraß überall so komische Buchten, so komische Löcher in die Blätter frisst, dann kann das ganz schön nerven. Und was man dann machen kann, ist eben, statt ihn irgendwie chemisch und so zu behandeln, ihn biologisch zu bekämpfen, indem man sich solche Nematoden beschafft. Das sind dann die guten Fadenwürmer, die kann man nur unter bestimmten Bedingungen transportieren. Deswegen kann man die auch im Winter nicht kaufen, weil die das nicht überleben würden. Die genauen Bedingungen weiß ich jetzt nicht. Das könnte man sich dann nochmal kümmern. Oder ich mache vielleicht auch nochmal ein Nematoden-Video mal sehen.
Auf alle Fälle kann man sie sich dann per Post zuschicken lassen. Die werden dann in Wasser angesetzt. Da drin entwickeln die sich. Da ist so eine Gebrauchsanleitung dabei. Und dann werden die mit dem Gießwasser ausgebracht in diesem Bereich, wo eben dieser Schädling rumrennt. Die Nematoden fressen dann, ich glaube, die Larven von dem Schädling. Und auf alle Fälle werden irgendwann diese Schädlinge dann weg sein, weil diese Fadenwürmer den aufgefressen haben. Dafür muss man die ganze Zeit den Boden feucht halten, weil sonst diese Nematoden sterben. Und die sterben allerdings dann auch, wenn der komplette Schädling vertilgt ist. Also wenn deren Futter dann weg ist, dann sind diese Nematoden auch weg. Es gibt aber eben nicht nur diese hilfreichen Nematoden, sondern es gibt auch schädliche, die dann Probleme an den Pflanzen verursachen. Und genau darauf würde ich nicht warten. Ich würde nicht warten, bis irgendwelche Nematoden den Pflanzen geschadet haben. Das sind dann andere Sorten, ja. Also das sind nicht die, die ich jetzt gegen irgendwelche Schädlinge ausbringe, sondern andere Nematoden. Über die genauen Arten und die wissenschaftlichen Namen weiß ich jetzt nicht richtig Bescheid. Was ich weiß, ist, sät einfach Tagetes und Ringelblumen. Das ist auf jeden Fall immer eine hilfreiche Geschichte, weil die beiden, die Tagetes und die Ringelblumen, die sind so ein bisschen hinterhältig. Die lassen nämlich die schädlichen Nematoden rein in ihr Wurzelwerk und in sich. Und lassen sie nicht mehr raus. Und dann vernichtet das auf diese Art und Weise diese Nematoden. Deswegen ist das sehr hilfreich. Also Tagetes und Ringelblumen. Unbedingt eigentlich in jedem Garten haben, schadet nie. Und sehen ja auch noch irgendwie sogar ganz schön aus. Von den Ringelblumen kann man auch noch so Cremes und so Salben herstellen, wenn man das möchte. Wieder ein anderes Thema. Weitere wichtige Gründüngungspflanze ist die Phacelia. Ich habe immer Phacelia gesagt, aber es das heißt ja auch nicht Physik, sondern es heißt ja Physik und Physiotherapie und nicht Physiotherapie. Also die Pflanze heißt, das habe ich mittlerweile herausgefunden, Phacelia, Bienenfreund auf, ist der deutsche Name dafür, die deutsche Bezeichnung. Wirklich eine interessante Pflanze. Sieht auch schön aus, füttert die Insekten und welche Wirkung sie genau auf dem Boden hat, weiß ich nicht. Sie sammelt wahrscheinlich irgendwelche wertvollen Stoffe. Vielleicht bekämpft sie auch Nematoden. Weiß nicht, alle Spekulationen. Phacelia zu pflanzen ist auf jeden Fall gut und auszusäen und damit auch immer gewisse Flächen zu bestücken. Ich habe jetzt auch angefangen, Saatgut von denen selbst zu ernten und aufzubewahren. Bin da noch nicht so auf nennenswerte Mengen gekommen, aber ich hatte auch nur wenig Pflanzen in diesem Jahr da. Das ist egal. Die kann man auch kaufen, ganz normal in so Gartencentern oder im Baumarkt vielleicht. Müssen wir mal gucken. Oder wahrscheinlich kann man es im Internet bestellen. Ist egal. Phacelia ist gut zu haben. Buchweizen habe ich noch im Garten als Gründüngungspflanze gekauft, das Saatgut und ausgesät. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, was der denn eigentlich genau, was das Besondere dabei ist. Das kann man sogar essen. Wäre reichlich an Eiweiß und eine Alternative zu Hafer und irgendwas. Gegessen habe ich es noch nicht. So, jetzt habe ich hier diesen Beitrag über Buchweizen. Wird ab Juli, August gesät als Gründüngung in den Garten. Keimt rasch und bildet schnell einen dichten Pflanzenteppich ab Juli und August. Also bedeutet auch jetzt möglicherweise noch. Also meiner ist jetzt schon so einen Meter hoch. Ja, wie auch immer. Buchweizen gedeiht auch auf mageren, sandigen und sauren Böden, braucht jedoch ausreichend Bodenwärme. Gut, bei den Temperaturen haben wir mit Wärme kein Problem mehr. Deswegen, weil es einen Teppich bildet, Unkrautunterdrückung und ich habe natürlich eine Grünmasse, die sich dabei bildet, wenn der da wächst, die ich dann schön kompostieren kann, die auch wieder alle das enthält, was der Buchweizen dem Boden entnommen hat. Buchweizen gehört wie Sauerampfer und Rhabarber zu den Knödrichgewächsen, steht hier gut, das ist vielleicht jetzt weniger interessant, ist deswegen ein wertvoller Gründünger, weil er nicht verwandt ist mit irgendwas, sondern neutral ist in der Fruchtfolge. Das finde ich wichtig im Gegensatz eben zum Gelbsenf, wie ich es vorhin gesagt habe. Und der Buchweizen ist nicht nur nicht verwandt mit Kohl, sondern auch nicht verwandt mit Möhren und Bohnen, was ihn eben auch neutral macht in der Fruchtfolge. Das bedeutet, Buchweizen kann ich immer dazwischen säen, ohne auf irgendwas Rücksicht nehmen zu müssen. Interessant, habe ich noch nicht gewusst, habe ich gerade erst gelesen. Die meisten Vorteile sind die, wie es bei Gründüngung immer ist. Der Boden ist beschäftigt, der Boden ist abgedeckt und geschützt und der Boden wird anschließend, wird der Humus angereichert durch die verrottenden Teile. Gut, Fazit. Besorgt euch Gründüngung und sät sie. Informiert euch darüber, informiert euch weiter zusätzlich darüber im Internet, wenn es euch interessiert. Tschüss, bis demnächst.
Ich habe es endlich zum ersten Mal geschafft, einen Rosmarin zu bewurzeln. Der war in so einem 12 cm Töpfchen und das war wirklich durchwurzelt jetzt. Letztes Jahr habe ich da Experimente gemacht mit Kopfschmerz, wasserlöslichen Kopfschmerztabletten. Da kamen dann mit Mühe so ein paar Wurzeln, nachdem die da drin gesteckt hatten. Das ging so, dass man so eine Tablette aufgelöst hat, dann den Steckling da reingesteckt hat, dass er sich ein bisschen vollsaugt. Das soll zur Bewurzelung helfen. Weidenwasser soll auch helfen. Das war aber einfach alles im Herbst zu spät letztes Jahr. So im August habe ich das versucht. Und dieses Jahr habe ich es im Frühjahr abgeschnitten von einem neu gekauften Rosmarin. So überflüssige Stückchen und die in die Erde gesteckt. Und da habe ich anscheinend den richtigen Zeitpunkt erwischt. Die sind jetzt richtig schön bewurzelt. So, und hier noch in dem Töpfchen stecken, das sind alles weitere Stecklinge gewesen. Eine Minze und ein Salbei. Bei Minze und Salbei ist ja klar, das ist einfach zu bewurzeln. Das geht auch eigentlich zu jeder Zeit. Gründüngung. Das ist eine ganz wichtige Sache, finde ich, weil sich ansonsten irgendwelche Unkräuter oder wenn man sie den Beikräutern nennen möchte, viel stärker ausbreiten, wenn der Boden nicht beschäftigt ist. Das ist sinnvoll, an jede Stelle, die nicht benutzt wird im Garten, eine Gründüngung auszusäen, die dann den Boden dort verbessert und außerdem zu einer vernünftigen Erdwirtschaft beiträgt. Ja, Erdwirtschaft, Kompostwirtschaft, was bedeutet das? Ich habe eigentlich keine Lust, dauernd diese Säcke zu schleppen oder mir irgendwie anders Humus herbeizuzerren. Es reicht eigentlich, wenn man selbst kompostiert und das immer wieder eben umsetzt, hat man vernünftige, gute, nährstoffreiche Erde da. Und es wird auch tatsächlich immer mehr, das kann ich jetzt über mehrere Jahre so bestätigen. Was dafür natürlich wichtig ist, ist, dass man nicht jedes kleine Unkraut rausträgt aus dem Garten, sondern die Sachen so weiter behandelt, dass sie auch kompostiert werden und im Garten weiterverwendet werden. Dafür brauchen manche Sachen eine speziellere Behandlung als andere. Manche sterben einfach so. Und manche muss man vorher länger trocknen. Manche kann man, auch wenn sie getrocknet sind, dann noch verbrennen. Muss mal gucken, was das ist. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich da oben.